Das Aue-Stadion. Heimspielstätte des KSV Hessen-Kassel. Das Mehrzweckstadion bietet Platz für 18.737 Zuschauer. Normalerweise trägt der KSV Hessen-Kassel hier seine Heimspiele aus. Doch momentan ist alles anders. Das Coronavirus sorgt für eine Unterbrechung des Spielbetriebs. Die Fans können nicht mehr ins Stadion gehen, Tore bejubeln, Siege feiern, Niederlagen ertragen. Wenn die Fans nicht mehr ins Stadion können, dann müssen wir das Stadion zu den Fans bringen. Ja, hallo liebe KSV-Fans, mein Name ist Leonard Marscheider. Ich mache normalerweise die Stadionmoderation hier im Aue-Stadion für den KSV Hessen-Kassel. Und momentan ist ja hier nicht wirklich viel los. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine virtuelle Stadiontour durch unser schönes Aue-Stadion machen und so ein bisschen die Secret Places zeigen, die man als Zuschauer an normalen Spieltagen eigentlich eher nicht so sieht. Und wir starten hier auch direkt eigentlich an so einem Secret Place, und zwar sind wir direkt an der Tartanbahn vor der Haupttribüne, und hier machen Klaus Bachmann und ich normalerweise immer die Stadionmoderation an einem Spieltag. Das heißt, vor dem Spiel gibt es ein, zwei Anekdoten zum Spiel. In der Halbzeit haben wir dann meistens noch irgendwelche Gäste, beispielsweise Kakao, der Integrationsbeauftragte, ist jetzt mal ein prominentes Beispiel. Und nach dem Spiel gibt es dann von hier unten die Abmoderation und dann auch den Hinweis auf die nächsten Spiele. Ja, das ist so der erste Ort. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein in die Haupttribüne, Richtung VIP-Lounge und was es da alles sonst noch zu sehen gibt. Deswegen kommt mal mit. So, wir sind jetzt im VIP-Raum des Aue-Stadions. Hier sind dann die Sponsoren und die VIPs während einem Spieltag hier im Aue-Stadion untergebracht. Von hier aus hat man auf jeden Fall einen sehr guten Blick auf das Spielfeld, auf das Spielgeschehen. Und die VIPs und Sponsoren werden natürlich auch gut versorgt hier von unseren gastronomischen Mitarbeitern mit warmen Speisen und natürlich auch mit Getränken. Und ich würde sagen, gucken wir auch einfach mal in das Herzstück der VIP-Lounge, denn hier befindet sich auch die Sprecherkabine, wo unser Stadionsprecher Charlie Wimmer immer seine Ansagen macht. So, wir sind jetzt hier in der Sprecherkabine des Aue-Stadions. Hier ist der Stadionsprecher immer an seinem Werk am Spieltag, und zwar Charlie Wimmer, der hier seine Durchsagen macht, und zwar die Mannschaftsaufstellung oder wenn es mal Auswechslungen gibt. Außerdem ist hier die Stadionregie, und das beinhaltet natürlich auch, dass hier die Videowand gemanagt wird. Also von hier aus werden natürlich die Toranzeigen geändert oder Werbespots eingespielt vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel. Und was hier noch ist, hier wird Musik abgespielt. Also ist hier auch so eine Art Musikregie. Aber natürlich auch einer, der den Live-Ticker schreibt und euch mit Informationen versorgt, falls ihr mal nicht im Stadion sein könnt. Und das alles findet hier oben in diesem kleinen Räumchen statt, in der Sprecherkabine des KSV Hessen-Kassel. Ja, die nächste Station ist der Presseraum hier im Aue-Stadion. Hier finden Pressekonferenzen oder andere Presseevents statt am Spieltag. Momentan allerdings nicht, denn die Pressekonferenzen in der aktuellen Situation finden oben statt in der VIP-Lounge, wo dann auch die VIPs die Pressekonferenz verfolgen können.
Ja, früher hatten wir hier immer die Pressekonferenz in der Regionalliga, aber seitdem wir in der Hessenliga sind, sind die jetzt eine Etage drüber, und zwar in der VIP-Lounge. Und ja, hier hat man, denke ich mal, auch eine ganz, ganz gute Aussicht, auch nach draußen. Ein sehr großer Raum, wo viel Platz ist für die Journalistinnen und Journalisten. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Etage tiefer, denn da finden dann, also da sind wir in der Mixed Zone und auch in der Nähe der Kabine unserer Löwen. Ja, ich bin jetzt hier in der Mixed Zone ganz unten, und zwar finden hier die Interviews nach dem Spiel statt. Hier stehen mir also die Spieler nach einem Spiel Rede und Antwort, und hier ist auch gleichzeitig der Spielertunnel bzw. Spielereingang. Und ja, nach einem Spiel macht das natürlich viel mehr Spaß, wenn man gewonnen hat, die Spieler zu interviewen, dann ist die Stimmung natürlich viel besser. Und das alles findet hier vor dieser Werbetafel statt, und ja, so viel hierzu. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich in die Höhle der Löwen, und zwar in die Kabine. Ja, liebe KSV-Fans, wie eben angekündigt, sind wir jetzt an dem Ort, an den man als normaler Zuschauer am Spieltag oder generell eigentlich überhaupt nicht hinkommt. Und zwar in der Kabine des KSV Hessen Kassel. Und das hier alles mal schön aufbereitet mit den Trikots. So sieht es hier, also so oder so ähnlich sieht es hier an einem Spieltag aus. Hier sind dann die Trikots schon bereit für die Spieler, die dann auch am Spieltag spielen. Und ja, das ist jetzt mal hier ein Ausblick aus der Kabine, den man so erstmal, glaube ich, nicht wieder bekommt, weil das natürlich hier für die Internen ist, also für die Spieler, für die Trainer, für die Betreuer. Und so sieht das hier aus. Schon ein großer Raum, auf jeden Fall eine schöne Kabine. Und ich denke mal, wenn wir die Möglichkeit haben, gucken wir auch mal, wie die Gäste so untergebracht sind hier im Aue-Stadion. Ja, gesagt, getan. Jetzt sind wir hier im Gästebereich, und zwar sind hier an Spieltagen die Gäste untergebracht im Aue-Stadion. Und ja, das sieht so ein bisschen aus wie Schulsport, ne? Das erinnert so ein bisschen daran, ist ein bisschen minimalistisch gehalten, also nichts Spektakuläres hier. Und so sieht es hier auf jeden Fall aus für die Gästemannschaften im Aue-Stadion. Ja, hier haben wir jetzt einen, der sich mit dem Aue-Stadion auf jeden Fall richtig gut auskennt, und zwar Yilmaz Arslan. Er ist Platzwart hier im Aue-Stadion. Und ja, Yilmaz, was sind so deine Aufgaben hier im Aue-Stadion? Ja, meine Aufgaben sind hier vielfältig. Angefangen hier von der technischen Seite, wie auch die Außenanlage. Also wir sehen zu, dass das Aue-Stadion nach außen glänzt, dass es technisch und dingsäußerlich tiptop in Ordnung ist. Wie sieht dein Job momentan aus in dieser Krise quasi? Also unsere Arbeit ist eigentlich wie immer. Der Rasen wächst nach wie vor. Auch hier die technischen Anlagen, die müssen gewartet werden. Der Rasen muss gemäht werden. Das Einzige, was jetzt ist, ist, du hast jetzt bestimmte Bereiche, wo du jetzt ein bisschen intensiver arbeiten kannst, ne? Wo dem normalen Alltagsgeschäft, wenn du hier Betrieb hast, ein bisschen zu kurz kommt. Was sind das für Bereiche? Och, das sind jetzt hier so ein bisschen dreckige Arbeiten, so Regenrinnen sauber machen, sowas halt. Das ist dann Unkrautrupfen, wie jetzt hier, was du jetzt gesehen hast vom Rasen. Das sind so Sachen, da kommen sie im normalen Tagesgeschäft hier gar nicht so oft dazu, weil du hier Vereine hast, natürlich Veranstaltungen, was ja momentan leider fehlt. Ja, vielen Dank. Ja, nicht dafür. So, liebe KSV-Fans, das war sie, die kleine
virtuelle Stadiontour hier durch das Aue-Stadion. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns bald hier wiedersehen im Aue-Stadion zu einem Heimspiel des KSV Hessen Kassel. Macht es gut und bleibt gesund.